Hey, na? Wie läuft's? Que voilà! Suchst du was Bestimmtes? Du hast was für mich? Wir haben eine heilige Stätte gefunden, die der Triada gewidmet ist. Da gibt es auch einen Schatz, aber der wird von Geistern bewacht. Und damit will ich nichts zu tun haben. Aber dir wünsche ich viel Glück, Compay. Muchas gracias. Wir sollen Antons Schiffe versenken? Wir sind gottverdammte Fischer. Dann überlass uns einfach dem Tod, Compay. Was machst du denn da? Probier's. Macht Spaß. Was willst du? Dass Anton uns von der Stadt aus sieht? Ja. Tja. Funktioniert. Ihr habt 20 Minuten, bis Antons Truppen anrücken. Also fangt an zu laufen. Los! Ich sagte, los! Regeln der Guerilla. Juan Cortés. Eine Revolution wird nicht von den Furchtlosen gewonnen. Sondern von den Gefürchteten. Was fürchtet Anton Castillo? Freie Wahlen, freie Meinung, freie Parias. Ein Jahr frei von Castillos. Doch er wird nichts fürchten. Wenn ihr nicht bereit seid, heute für eure Freiheit zu sterben. Nicht erst, wenn wir mehr Leute oder Waffen haben, heute. Denn heute schlage ich eine Bresche durch Castillos Kriegsschiffe. Ich bin nicht furchtlos. Ich habe eine Scheißangst. Aber eins verspreche ich euch. Man wird mich fürchten. Viva Libertad. Viva Libertad. Viva Libertad. Ab nach Hause mit euch. Weiß sie überhaupt, was sie tut? Wen juckt's, Dani? Sie weiß, was wir brauchen. Ich sehe dich vom Himmel aus, Guerriera. Guapo! Hörst du mich? Hast du diesen Heli zum Laufen gebracht? Sie, aber die haben ein Flugabwehrgeschütz, das den Luftraum um Castillos Kriegsschiffe abriegelt. Verstehe, Juan. Ich kümmere mich. Mach das. Denn wenn ich getroffen werde, sorge ich dafür, dass meine brennende Leiche bei dir einschlägt wie ein Meteorit.
Ruhig, ganz ruhig. Ja! Langsam. Lara, es war eine tolle Rede. Hör zu, egal was passiert, ich bin dir echt dankbar für alles, was du für Libertad getan hast. Und für mich. Du kannst mir danken, sobald wir durch Castillos Blockade gebrochen sind. Wir sehen uns auf der anderen Seite, Dani. Okay, Vorsicht, Dani.
Hey, Juan. Die Flak ist Geschichte. Der Himmel gehört dir. Jetzt schnapp dir diese Schiffe und Juan wird dein rächender Todesengel sein. Wenn du meinst, solange du mir Deckung gibst. Ich geb dir Deckung, eine frische Zigarre und 12.000 Kugeln zerstörerischen Zorns. Legen wir los! Clara, ich bin bei Castillos Schiffen. Muy bien, Dani. Du verschaffst dir Zugang zu den Schiffen und überrascht sie. Julio, wo bist du? Ich bin im Leuchtturm. Ich sitze hier mit meinem Raketenwerfer und habe die Schiffe im Visier. Ich will deine Stimme hören, Raisa. Ich bin oben auf dem Turm. Der Schuss ist in der Kammer und die Entfernung eingestellt. Juan? Anschnallen! Er, Juan, ist am Himmel und seine Kugeln sind hungrig. Also gut, wir nehmen uns diese Schiffe vor und versetzen ihnen einen Schlag, den sie nicht vergessen werden. Wir haben nur einen Versuch, Libertad. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Dani, du solltest deine Kamera benutzen, um die Verteidigung der Schiffe zu checken. Erst gucken, dann schießen. Wenn Lita jetzt bei uns wäre, würde sie lächeln.
Und sie wäre schon fast bei den Schiffen. Elita hier würde ich ihr die Hölle heiß machen, weil sie nichts von dir erzählt hat. Pass auf dich auf, Julio. Der Alarm muss weg. Clara, ich bin an Bord. Jetzt geht es um alles, Dani. Mach sie kalt und schreck nicht davor zurück, ihre eigenen Waffen gegen sie einzusetzen. Die Geschütztürme hauen mächtig rein.
mich einfach am Leben, okay? Nummer 1. Ein Boot erledigt, Danny. Das andere wartet schon. Bei dir klingt das so einfach, Juan. Wenn sie Tons jetzt bloß sehen könnte. Sie würde dir Zielen beibringen. Fick dich doch. Ich geh runter! Danny, was ist da los? Das Patrouillenboot unterwegs! Ist etwas beschäftigt, Clara. Halt sie ihn ein, die halten nicht mehr lange durch. Komm übers Wasser! Fertig? Abgehängt. Clara, wir sind fertig. Verschwinden wir. Ohne dich hätten wir das nicht geschafft, Danny. Freuen wir uns nicht zu früh. Ich bleibe zurück, bringe Sprengladungen an und sorge dafür, dass die Schiffe in die Luft fliegen. Gib Bescheid, wenn du fertig bist, Julio. Verstanden. Danny, ich bin auf dem Weg zu dir. Wo bist du, Clara?
Viva Libertad, Dani. Krasses Feuerwerk. Muss man dir lassen, Clara. Du hast es geschafft, verdammt. Wir haben es geschafft, Dani. Das ist der Unterschied. Was wirst du tun, wenn du in Amerika ankommst? Alejo und ich wollten Drecksjobs machen, bis wir genug Kohle haben, um eine Werkstatt zu eröffnen. Wenn uns das Embargo der Yankees eines gelehrt hat, dann wie man die Dinge mit nichts am Laufen hält. Ist das dein Traum? Klar, die Yankees mögen dich dafür bezahlen, dass du ihre Autos parkst oder ihr Obst pflückst. Aber du wirst nie eine von ihnen. Den amerikanischen Traum gibt es nicht in unserer Farbe. Okay, wenn wir schon dabei sind, unsere Träume zu zerstören, was hast du vor, nachdem du gewonnen hast, Presidente Garcia? Der nächste Präsident wird keine 6 Monate überleben, ehe man ihn ermordet. Moment. Was? So sieht's aus. Werden freie Wahlen dieses Problem nicht lösen? Was ist mit deiner Liste? Es ist eine Vision, Dani. Aber ich bin nicht so naiv, wie du denkst. Diese Revolution wird Yara befreien, aber nicht heilen. Wenn wir die Hauptstadt einnehmen, wird Yara brennen. Durch einen Bürgerkrieg, Fraktionskämpfe, Warlords, von außen unterstützte Staatsstreicher. Such dir was aus. Yaraner werden eine ganze Generation lang Yaraner umbringen. Aha. Dieser Kampf wird den Rest meines Lebens andauern. Yara steckt in einem Teufelskreis aus Tyrannei und Revolution. Mein Job ist es, uns aufzuzeigen, wie man ihn durchbricht. Das ist gar nicht dein Traum, oder? Du musst das tun. Wie kommst du darauf? Niemand wählt das freiwillig. Doch, Dani. Jeder, der mir folgt, der sich Libertad anschließt, entscheidet sich freiwillig. Aber weißt du, ich sehe dich wirklich schon Regale in einem dieser riesigen Yankee-Supermärkte auffüllen. Fick dich! No, no. Ich glaube, nur so eine kleine Uniform stünde dir gut. Mit Namensschild und vielleicht einer schicken Schürze. Lass mich aus deinen Fantasien raus, Clara. Bienvenidos a mi casa! Ah, meine Lieblingsguerilleras. Ich habe meine Insel vermisst. Heute Abend wird gefeiert. Es tut mir leid, Treffer. Was gibt's? Julio ist noch nicht zurück. Libertad wird euch wahre Yaraner umbringen. Traidores! Criminales! Puta. Mijo, der Unterschied zwischen wahren und falschen Yaranern ist oft schwer zu erkennen. Aber es gibt ihn. Ein wahrer Yaraner versteht, dass Treue zum Vaterland der Schlüssel zum Überleben ist. Nicht Gerechtigkeit, nicht Liebe, nicht mal Familie. Die Treue zu einer Vision, die über ihn selbst hinausgeht. Komm mir da. Falsche Yaraner sind gern die Parias. Sie sind süchtig nach ihrer Perversion. Dem Chaos, den Lügen, wie wilde Hunde. Aber Hunde kann man erziehen, dem Paradies zu dienen. Und wenn ein Hund sich nicht erziehen lässt, so wie Julio hier, wie Clara Garcia, wie Libertad, dann müssen wir ihn einschläfern. Papa, ich habe verstanden. Schläfe Julio ein. Das ist ein schwieriger Schritt auf dem Weg ins Paradies, ich verstehe das. Aber verwirklichst du unsere Vision, dann verspreche ich dir, dass so etwas nicht mehr nötig ist. Ich komme, Lita. Schön. Dann genieß die Show. Thank you.
Juli hat eingecheckt. Todesbeweis. Er ist bei deiner Freundin Lita im Jenseits. Ich halte meine Versprechen. Du wolltest ein Boot, du hast ein Boot. Es ist ein schwimmendes Stück Scheiße. Würde dich an einen Strand bringen. So einen mit fetten Yankees. Ihr beide lasst mich einfach so gehen? Bullshit. Du hättest uns schon lange verraten können. Meine beste Guerriera. Ich verspreche keinen Sieg, noch nicht einmal, dass du überlebst. Was ich versprechen kann, du bist Fortunas Nummer 1. Klappt das immer? 50-50. Das ist mein Büro, Juan. Danny, wieder auf der Suche. Willst du, dass ich dir die besten Supremos und Impro-Waffen mache? Dann brauchst du abgereichertes Uran. Zu deinem Glück lagert Castillo seine Vorräte bei den größten Kanonen auf der Insel, bei seinen Flugabwehranlagen. Wenn du etwas von diesem süßen Uran gefunden hast, kannst du es in mein Büro oder zu einem meiner Mitarbeiter bringen. Wenn du eine FND-Basis einnimmst, wird ein Mitglied vom Team Juan einziehen und dir Zugang zu meinem Inventar geben. Denk dran, gewisse Vorzüge sind an einen Rang geknüpft. Wenn Clara so freundlich ist, dich zu befördern, können wir dir bessere Ausrüstung geben. Halte einfach deine Pesos bereit. Auch in der Revolution gibt es nichts umsonst. Und ganz unter uns hier noch ein Guerilla-Geheimtipp. Hab ein bisschen Spaß, verdammt nochmal. Stirb mit einem Lächeln im Gesicht. Du kommst wieder. Sie kommen immer wieder. Yeah.
Sobald du wieder in Santuario bist, suchst du überall nach Waffen, Munition und neuen Anhängern. Castillo ist überrascht. Das sollte so bleiben. Willkommen bei Libertad, Dani. Ich könnte jederzeit gehen, aber ich bleib erstmal. Inspirierend. Befreien wir Yara. Castillo kontrolliert ganz Yara mit Soldados, Sklaven und Blut. Die Hauptstadt ist eine Hochburg. Nehmen wir Esperanza ein, ist Yara frei. Am leichtesten können wir Castillo schwächen, indem wir viele FND-Stützpunkte und Kontrollpunkte angreifen. Aber das Wichtigste ist, Esperanza zu umstellen und Castillo in seinem Käfig festzusetzen. Das heißt gezielte Operationen, die die Revolution vereinen und Libertad stärker machen. Dafür musst du es schaffen, dass sich drei Gruppen bei Libertad anschließen. Jede dieser Gruppen führt Krieg gegen einen anderen Teil von Castillos Imperium, welches von seinem inneren Kreis kontrolliert wird. In El Este beuten Eindringlinge wie McKay Global unsere Ressourcen aus und Admiral Benitez verteidigt Castillos Giftproduktion. Aber die Legenden von 67 können uns helfen, das Blatt zu wenden. Sie verstecken sich im Dschungel rund um die höchsten Berge Yaras. Ihr bester Guerillero El Tigre wartet nur darauf, dass du sie überzeugst, dich uns anzuschließen. Dann wäre da noch Valle de Oro. Es ist nicht nur das Zugpferd von Castillos Viviro-Operation, sondern auch von seiner Propagandamaschinerie. Geführt von seiner Kulturministerin Maria Marquesa. Aber ich habe ein paar alte Freunde, die unsere Gegenpropaganda organisieren können. Maximas Matanzas. Sie waren die Stimme des Protests und können Yaras Dissidenten motivieren, für Libertad zu kämpfen. Sie sind abgetaucht und wurden zuletzt in einem Fort in Balaceras gesehen. Wir müssen sie vor Castillos Truppen finden. In Madrugada hat Castillos Neffe José das Sagen. Ein Sklaventreiber, der Parias zwingt, diesen vergifteten Viviro-Tabak anzubauen. Aber die Montero-Familie führt Krieg gegen José. Sie hassen Besucher, aber ich habe von einem gewissen Mechaniker gehört, der eine Werkstatt in Costa del Mar hat. Er heißt Filibar Saga und ist sozusagen ihr Türsteher. Wenn ich du wäre, würde ich in Madrugada anfangen. Wir holen uns mit Hilfe der Monteros den Tabak zurück und drehen Castillos Viviro den Hahn ab. Du musst nur diesen Mechaniker Fili finden. Währenddessen bleibe ich hier und führe gezielte Schläge gegen Castillo in ganz Yara aus. Und ich soll all diese Fraktionen dazu bringen, sich Libertad anzuschließen? Wie? Ganz einfach. Hilf ihnen. So gut du kannst. Schicke ich den ganzen Trupp, ist es eine Invasion. Schicke ich einen Späher, meine ich es nicht ernst. Mit dir kriegen sie meine beste Guerillera ohne Politik und so. Hilf uns. Libertad nimmt die Hauptstadt. Wir schlitzen Antons Kehle auf, trinken sein Blut und so weiter. Dani muss an die Luft. Viva Libertad, Jefa. Ja, ja. Ich bin nicht klar, das beste Guerillera. Das bist du. Du hörst nicht zu. Dann übersetze es, Juan. Der Akzent. Clara versucht es zu verbergen, aber sie stammt aus einer reichen Familie wahrer Yarana. Sie kann schießen, bluten und trinken mit uns, wie sie will. Aber den Gestank der Oberschicht wird man nicht los. Was hat das mit mir zu tun? Du bist eine Weise, Dani. Arm, aus der Gosse. Wenn sie dich sehen, sehen sie keine Politik. Sie sehen, dass sie keine Ausrede haben. Sie benutzt mich. Sie. Und umgekehrt benutzt du sie auch. Willst du Anton töten? Ja. Willst du Yara befreien? Klar willst du. Aber das hier kann Clara nicht sagen. Doch wir beide wissen es. Du willst das. Du bist Guerriera. Für uns bedeutet der Stift in der Hose bei einem Hinterhalt und der beißende Gestank von Schwefel in der Nase. Das ist... Spaß. Keine Sorge. Dein Geheimnis ist bei mir sicher. Thank you.
Ich kann dich leider nicht mitnehmen. Seine Spezialeinheiten auf dich loslassen. Weißt du, was diese Typen auszeichnet? Ihre Spezialausbildung und ihre schwere Bewaffnung? Klugscheißerin. Aber ja, du wurdest gewarnt. Den Weg laufe ich nicht. Pass gut drauf auf, Nikita. Danke sehr. Ne Leid, Guapo. Keine Krokodile erlaubt. Lara, ich bin bei Aleste. Die Geschichte wiederholt sich. Und das bedeutet? Wissen die schon, dass ich komme, um ihnen die gute Nachricht zu überbringen? El Tigre ist schon ganz aufgeregt. Versprochen. Clara, rate mal, wer gerade rausgefunden hat, woher in Yara der ganze Kaffee kommt. Das ist nicht witzig, Dani. Die Armee zwingt die Bauern dazu, ihre Ernte hier abzugeben. Sonst landen sie in den Lagern. Castillo wird reich durch die Profite und diese Leute hungern. Du willst das aufhalten? Nimm der Fabrik das Öl, das sie antreibt. Wenn du schon dabei bist, nimm ihn sicherheitshalber die ganze Fabrik. Hola. El Tigre? So sieht's aus. Du bist sicher die Kleine von Clara. Die Auserwählte von Libertad. Nenn mich nicht Kleine. Schon verstanden. Du bist Baby Tigre. Und keine Angst, ich sorge dafür, dass du nicht als Trophäe von Benitez endest. Wer ist Benitez? Die Anführerin von Castillos Marine. Ein echtes Seeungeheuer. Sie liebt es, Verräter wie Fische an der Leine zu trocknen, damit ganz Aleste es sieht. Tja, Pech gehabt. Jetzt bin ich in Aleste. Finde ich gut. Wirklich. Hattest du eine lange Nacht? Ja, gestern sind Rum und Cola in Strömen geflossen, Baby Tigre. Na gut, keine Cola. Kenn ich. Ich schicke ein paar Fotos, damit du uns finden kannst. Ist das ein Felsenkrebs? Ja, wild
dich, wenn du da bist. Und bring deinen Kletterhaken mit, den wirst du brauchen. Jetzt beweg deinen Arsch auf unseren Berg. Wir können es nicht erwarten, dich kennenzulernen, Baby Tigre. Hey, El Tigre, ich bin am Krabbenfelsen. Sehr künstlerisch. Der Künstler war Lorenzo. Und wir Guerilleros sind wie die Krabben. Harte Panzer? Scharfe Scheren? Sie kämpfen sich aus dem Dschungel bis ans Meer, wo sie gebären. Wir kämpften vom Meer aus und gebaren die Revolution. Klar. Versteh schon. Nimm den Pfad den Berg hinauf. Es ist ganz leicht. Eine Guerillera muss trittsicher sein wie eine Ziege. Ziege? Ich dachte, wir wären wie Krabben. Hallo? Ach, scheiße. Die Aussicht vom Wasserfall war einfach herrlich. Beim Anblick der Mauer von 67 lief es mir kalt den... Hey, pass auf! Die Aussicht vom Wasserfall war einfach herrlich. Beim Anblick der Mauer von... Hey! Sieht aus wie der Wasserfall von El Tigres Foto. Da muss ich hoch. El Tigre, ich bin am Wasserfallbild. Es wurde nach einer blutigen Schlacht gemacht. 3 Tage Verstecken zahlten sich aus, als eine Fallschirmjägereinheit direkt in unserer Todeszone landete. Planung und Geduld sind die besten Freunde eines Guerilleros. Neben ein paar Handgranaten. Der Wasserfall war rot an diesem Tag. Du weißt schon, vom Blut der Soldados, die wir getötet haben. Das waren viele. Ja, versteh schon. Es wird leicht, hat er gesagt. Sei wie eine Ziege, hat er gesagt. Oben scheint alles so friedlich. Ziegen. Diese verdammten Angeber.
El Tigre. Nach dem Krieg wurde dieser Pfad zu einem beliebten Wanderweg für schwitzende Touris. Sie besuchten unser Lager und ließen ihren Müll überall liegen. Sie haben Fotos gemacht, als wären wir Tiere im Zoo. Vielleicht haben wir aus Versehen ein paar Dynamitstangen gezündet und zufällig den Weg blockiert. Dann muss ich ihn aus Versehen freimachen. Ganz genau. Gefällt mir. Könnte man echt verschwinden. Hier findet einen keiner. Wie kann die Luft gleichzeitig dick und dünn sein? Okay, ich bin beim nächsten Bild. Lass mich raten. Guerilleros sind wie Haie, tödliche Jäger mit Messern scharf wie Zähne. Eigentlich sieht der Fels einfach nur aus wie ein Hai. Und wer baumelt da unten rum? Das ist Lucky Mama. Wir wussten ja nie, wann die Soldados unser Lager finden würden. Also mussten wir schnelle Wege nach oben und noch schnellere nach unten sichern. Meldet sich immer freiwillig, die neuen Wege zu testen. Mutig. So wie du. Clara hat mir von dir erzählt. Ich bin auch ohne Mama und Papa aufgewachsen. Und du bist doch zur Legende geworden. Viele Guerilleros sind Waisen, Baby Tigre. Es sind nicht unsere Eltern, die bestimmen, wer wir sind, sondern unsere Taten. Wie eine Therapie. Ha!
El Tigre, ich bin an der Statue. Revolutionär, Krieger und guter Freund. Er fiel in der Schlacht, als wir 67 Esperanza stürmten. Gestern war der Jahrestag seines Todes. Das erklärt dein Kater. Jedes Jahr trinke ich 2 Flaschen Rum. Eine für mich und eine für Lobo. Er hat nie ein freies Jahr gesehen. Ehrlich gesagt, ich auch noch nicht. Das ist das letzte Bild. Glückwunsch! Du bist auf dem Dach der Welt! Jetzt komm hier runter, du verpasst den ganzen Spaß, Baby Tigre! Gesicht. Was wirst du tun? Mir wurde schon so oft in die Eier getreten. Die spüre ich seit 72 nicht mehr. Mach das nie wieder. Was? Mikasa ist so kassa, Baby Tigre. Komm, du triffst die Familie. Lucky, meine Nase ist wieder gebrochen. Ich bin nicht deine verdammte Mutter. Da draußen gibt es Leute, die wirklich verwundet sind. Ich leide. Vorsicht, Mama. Herpes zählt aber nicht. Das ist Lorenzo Canseco, Poet der Legenden. Ah, ich erahne heißes Kämpferblut. Und natürlich kennst du Lucky Mama, das Herz der Legenden. Die ist nicht gebrochen. Ehrlich, aber sie hat doch geknackt. Merda! Noch eine Patientin. Sieht nach La Moral für mich aus. Ich bin Dani Rojas von Libertad. Die neue Faust der Revolution. No, Clara schickt mich. Libertad braucht die Legenden an seiner Seite, ein paar echte Helden. Noch ein Castillo bekämpfen? Er ist genau das, was Yara verdient. Buena suerte. Nein, eine Revolution war genug. Da hat sich Clara wohl getäuscht. Nicht aufgeben. Sie müssen dich nur etwas kennenlernen. Besuch mich, wenn du dich eingelebt hast. Mein Baby Tigre. Anschließt. Danny, jetzt musst du deine beste Erast van Doren-Imitation abliefern. Thank you.
Was? Erst Fandorin, der berühmte russische Detektiv im Bo. Grüß Akunins Roman. Konyo, Dani, seine Bücher gibt es in 35 Sprachen. Vergiss es. Ich habe ein Rätsel für dich. Okay, worum geht's? Ein paar Guerilleros sollten in Rio de Plata eine C4-Lieferung abgreifen. Sie werden vermisst. Was noch komischer ist, ich habe russische Funksprüche abgefangen. Anscheinend sind Yaras alte Verbündete zurück, um gegen Libertad zu kämpfen. Glaubst du, die haben das C4? Weiß nicht, deshalb rufe ich ja dich an. Ihr hörst Fandorin. Ja, ja. Ich löse den Fall. Hallo? Die haben das erste Blut vergossen, nicht ich. Wer verdammt ist da? Hör auf damit! Ich leg jetzt auf, Arschloch. Warte. Sag mir nur eins. Erkennst du diese Sprüche wieder? Klar, das ist aus Rambo. Teil 1, oder? Ha, ich wusste es! Du bist es wirklich! Wie bitte? Was willst du? Ich will, was die da wollen. Was auch jeder andere wollte, der hier rüberging. Sein Blut vergoss und alles gab, was er hatte. Ich will, dass uns unser Vaterland genauso liebt, wie wir es lieben. Und was genau soll das bedeuten? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Naja, komm zu mir in meine streng geheime Basis. Ich brauche deine Hilfe. Streng geheim, okay. Du verrätst mir nicht, wo sie ist? Ja, gut. Peninsula Ventosa. Beeil dich. Komm, Jo. Das ist ein wildes Krokodil. Hey, Schwerkraft. Fick dich. Wenn wir wollen, dass diese griesgrämigen alten Guerilleros Libertad helfen, müssen Lucky und Lorenzo mitmachen. Hier ist der Plan. Seit Anton wie besessen von Krebsmedikamenten und der Viviro-Herstellung ist, gibt es kaum medizinische Vorräte für Luckys Klinik. Also habe ich einen Piloten bestochen, um ein paar einzufliegen. Wenn die Vorräte ankommen, sagen wir Lucky, die sind ein Geschenk von Libertad und bumm, sind alle Freunde. Perfekt, oder? Also es wäre perfekt, wenn nicht irgendein Hijo de Puta meinen Hubschrauber abgeschossen hätte. Geh die Vorräte holen, bevor es jemand anderes tut, Baby Tigre. Vergiss nie die drei Guerilla-Prinzipien. Sei immer in Bewegung, immer wachsam und töte deine Feinde immer, bevor sie dich töten. Wenn Libertad unsere Hilfe braucht, sind Clara, sie noch verzweifelt. Ich habe die Legenden getroffen. Nur El Tigre unterstützt Libertad. Du musst alles tun, um sie zu überzeugen. Die Leute brauchen ihre Helden. Ich hoffe, sie wollen noch Helden sein. Ich sehe mich mal in ihrem Lager um und finde raus, was sie alles haben. Okay, Dani, melde dich wieder. Das Volk erinnert sich nicht mal mehr an unseren Namen. Aber Anton erinnert sich garantiert an uns. Du meinst also, die wollen die Legenden, damit Anton Castillo sich in die Hosen macht? Ich glaube nicht, dass der Mann irgendwas Angst hat. Und wovor hast du Angst, Lucky? Dani Rojas. Das Krokodil sieht böse aus. Hoffentlich kannst du auch kämpfen. Das merkt man. Hey, willst du einen Witz hören? Kommt drauf an. Hola von Lola. Ich bin Lola, alias die Göttin der Waren und des Tratschs. Ich verkaufe alles auf dem Schwarzmarkt, von Knarren bis zu Klopapier. Und zwar nicht dieses einlagige Dreckszeug. Meine Produkte sind Premium weich, Baby, und ich verkaufe dir gerne alles Mögliche. Aber Yara hat ein Problem, das wir nicht ignorieren können. Es gibt etwas Übles auf dem Markt. Castillos Tenientes haben ein paar tödliche neue Waffen entwickelt. Und ich weiß, wo sie sind.
Wir gehen rein, klauen die Scheiße und sind ruckzuck wieder raus. Rüste dich aus, such dir ein Ziel und ich bring dich mit meinem Taxi hin, Guerriera. Ich bin Lola. Bist du meine Witze schlecht? Von dem letzten. Baby Tigre, wie läuft es mit den Medikamenten? Ich arbeite dran. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Morgen ist schon bald gestern und dann ist es zu spät. Ich glaube, du solltest dich mal ausschlafen, mein Großer. Wohl die Absturzstelle. Was für ein Chaos. Das war zu einfach. Que voilà! Wer seid ihr? Wir sind La Moral und El Este ist unser Land. Unser Land, unsere Medizin. Hast du die Ansprache geprobt? Klar. Das ist Eigentum von Libertad. Ah, Libertad. Ich wusste, dass ihr bald um unsere Hilfe bettelt. Wir sollten gemeinsam gegen Castillo kämpfen. Ich bin Juan Ron, Yelenas Vize. Tres, cuatro. Guter Wurf. Ich bin Dani. Dani Rojas. Aha. Achtung! Da drüben! Beim Heli! Haut rein! Los, nicht nachlassen!
hast Talent, Libertad. Aber Yelena braucht die Vorräte. Wir haben Verwundete. Yelena ist euer Boss? Ja, sie tritt mir in den Arsch, wenn ich mit leeren Händen zurückkomme. Und Clara tritt mir in den Arsch, wenn ich das nicht zu den Legenden bringe. Libertad will die Legenden von 67? Halb Yara hält sie für tot. Die sind sehr lebendig. Und halb La Moral hält sie für Schwätzer. Aber ich habe Geschichte studiert. Sie zahlten mit Blut, um Antons Papa ins Grab zu bringen. Ich sag dir was. Du gibst mir diese Vorräte und ich stell dich vor. Ach, Conjo. Yelena wird mich umbringen. Aber wenigstens treffe ich vorher die Legenden. Also, besorg uns einen Hubschrauber. Dann reden wir über die Vorräte. Willkommen bei La Moral. Libertad. Wie du meinst. Wirklich hoch wirst du nicht kommen, solange dieses Flugabwehrgeschütz noch einsatzbereit ist. Tu uns doch allen einen Gefallen und zerstöre es. Es ist neben einem alten spanischen Militärturm in der Westküste.